Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums zu unserer zweiten Veranstaltung und leider auch letzten Veranstaltung begleiten zu der Ausstellung Unter Waffen, Fire and Forget 2, die jetzt noch bis zum 26. März zu sehen ist. Also wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt hingehen, unbedingt anschauen. Genau, wir zeigen heute Abend American Sniper und ich freue mich sehr, dass wir auch unsere Kooperationspartner da haben. Das ist einmal natürlich vom MAK, dem Museum Angewandte Kunst, Grit Weber, die gleich auch noch ein paar Worte sagen wird. Und natürlich auch der Exzellenzcluster der Universität, die wir auch ganz herzlich hier begrüßen möchten und die auch ein guter Kooperationspartner auch mit anderen Veranstaltungen sind. Ich möchte nur auf die Lubitsch Lectures hinweisen, die dann ab April hier wieder bis Juli zu sehen sind. Und natürlich freuen wir uns auch besonders, dass Vinzenz heute Abend hier ist und die einleitende, also eine kleine Einleitung zum Film gibt. Aber dann übergebe ich jetzt das Wort an Grit Weber und wünsche viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, vielen Dank für den kleinen Applaus und die netten Begrüßungsworte. Sie haben es gehört, Unter Waffen, Fire and Forget 2, die Ausstellung, die im Museum Angewandte Kunst, also einfach geschätzte 200 Meter Main aufwärts, noch bis zum 26. März stattfinden wird, ist für uns, die Kollegen im Museum Angewandte Kunst, der Anlass, eben auch hier diese Veranstaltung zu begrüßen im Rahmen des Begleitprogramms zu dieser Ausstellung. Heute geht es um American Sniper, einen Film. Ich finde es interessant, überhaupt hier im Filmmuseum mal kurz zu begrüßen von Seiten des Museums Angewandte Kunst. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht natürlich über die Verbindung Krieg, Waffen und Kino. Eine sehr fruchtbare Verbindung, wenn ich das mal so sagen darf. Kino und Krieg, Film und Waffen, also spielen im Kino überhaupt schon eine relativ lange Kooperation, kann man sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass natürlich für also überhaupt das Thema der Bedrohung, Szenarien zum Thema Bedrohung, einfach der Krieg eine interessante Metapher, also eine interessante dramaturgische Metapher ist. Älter und spezifischer als der Kriegsfilm, den wir heute Abend ja sehen werden, ist natürlich der Western. Er ist in etwa so alt wie das Medium Film. Ich glaube, der erste Western ist von 1903. Western sind in ihrer Grundaussage Eroberungsfilme. Und der Western ist natürlich auch eine Art Rechtfertigungskonstrukt für den amerikanischen Traum, also für den Mythos Amerika schlechthin. Und deswegen passen natürlich auch, um in meiner kleinen Einladung heute Abend eine Rolle zu spielen, die Metaphern Waffen und Eroberung verbinden aber den Western mit dem Kriegsfilm. Western, da denke ich persönlich natürlich an John Wayne, das ist nicht besonders originell, aber immer, wie soll ich sagen, wirksam. Wayne, Sie werden es wissen, Sie sind Cineasten, schätze ich mal. John Wayne wurde zweimal getötet, zuerst im Film und dann in der Realität. Getötet 1976 in seinem letzten Film, dann in der Realität 1979. Chris Kyle, das ist der Held des heutigen Films, heute Abend. Er wurde auch zweimal getötet, zuerst in der Realität und dann im Film. In der Realität starb John Wayne, wie gesagt, 1979 an Magenkrebs. Und es wird vermutet, dass diese Krankheit wahrscheinlich mit den Umständen der Dreharbeiten Anfang der 50er Jahre zu tun hatte, als er nämlich mit seiner ganzen Crew der Eroberer in dem Bundesstaat Utah produzierte. Das war ganz in der Nähe der Atomwaffentestgebiete. Und das ist natürlich für unser heutiges Thema sehr interessant. Einfach eine kleine historische Anekdote. Sie sehen, Film, Waffen, Eroberung und Töten, das ist wie für mich wie eine Mehrfachhelix, die sich immer umeinander schraubt. Heute Abend geht es aber, wie gesagt, nicht um John Wayne, sondern eben um Chris Kyle, den Clint Eastwood in seinem Film American Sniper ein Denkmal setzen will. Und ich begrüße von meiner Seite nochmal sehr herzlich Professor Dr. Vinzenz Hediger.
Wie gesagt, mein Name ist Grit Weber, ich komme vom Museum Angewandte Kunst und ich freue mich einfach, dass Sie heute hier sind und vielleicht finden Sie noch im Laufe der nächsten anderthalb Wochen, 26. März ist das magische Datum, den Weg zu uns im Museum. Und jetzt übergebe ich an Rebecca Schmidt, die über das Kooperationsprojekt Museum Angewandte Kunst und im Exzellenzcluster Normative Ordnungen einfach noch ein paar Worte verliert und den Referenten genauer vorstellt. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben es fast hinter sich. Sie sind ja wahrscheinlich gekommen, um den Film zu schauen. Hoffentlich auch, um Vinzenz Hediger zu hören. Also insofern auch noch von Seiten des Exzellenzclusters, die Herausbildung normativer Ordnungen, ein herzliches Willkommen. Falls Sie sich jemals gefragt haben, was ein Exzellenzcluster ist, möchte ich das ganz kurz auflösen. Das bedeutet einfach nur, dass es ein internationaler Forschungsverbund an der Goethe-Universität ist, der im Rahmen, vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen, der vielfach besprochenen Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder errichtet wurde, die Idee, mehr Eliteforschung nach Deutschland zu holen. Bald geht es hoffentlich für uns in eine nächste Runde. Das würde uns ermöglichen, die wunderbaren Kooperationen fortzusetzen, die unter anderem Sie heute Abend hierher gebracht haben. So haben wir in den letzten fünf Monaten im Rahmen dieser Vortragsreihe an verschiedenen Standorten hier und drüben im Museum Angewandte Kunst 14 Vorträge, Filmscreenings, Podiumsdiskussionen und andere Formate gehabt, die sich mit dem Hauptthema der Ausstellung Unter Waffen beschäftigt haben. Und zum heutigen Tag, zum Abschluss, möchte ich mich zum einen noch in Abwesenheit bei all denen 14 bedanken, die dort vorgetragen haben, mehr als 14 Referenten waren es, bei unseren Kooperationspartnern, dem Museum Angewandte Kunst Grit Weber und dem Deutschen Filmmuseum, Frau Giekas, herzlichen Dank und möchte Ihnen kurz sagen, wer Ihnen jetzt den American Sniper vorstellen wird. Professor Vinzenz Hediger ist Professor für Filmwissenschaft hier an der Goethe-Universität und Mitglied unseres Forschungsverbundes. Er wurde 1999 promoviert an der Universität Zürich und war zunächst dort als Postdoktorand am dortigen Seminar für Filmwissenschaft. 2004 erfolgte die Berufung auf den neu geschaffenen Krupp-Stiftungslehrstuhl für Theorie und Geschichte bilddokumentarischer Formen an der Ruhr-Universität Bochum. 2011 ist er glücklicherweise an die Goethe-Universität nach Frankfurt gekommen. Er forscht im Bereich der Filmtheorie und in den nicht-kanonischen Filmformaten des Wissenschafts- und Industriefilms und hat, Frau Giekas hat es erwähnt, inzwischen, ich glaube, die dritte oder vierte Reihe hier im Filmmuseum initiiert. Die vierte, ich bin sicher, es wird auch eine fünfte geben und ich höre, dass Sie immer großes Interesse zeigen. Insofern auch von unserer Seite herzliche Einladung, demnächst 20. April, glaube ich, der Lubitsch-Reihe der Fortsetzung, dass Sie dazu kommen. Er ist Gründungsherausgeber der Zeitschrift für Medienwissenschaft und ich werde Sie jetzt nicht mit allen Publikationen unterhalten. Die hier zu erwähnende Publikation ist vielleicht Essays zur Filmphilosophie mit einigen anderen Experten im Bereich der Filmwissenschaft aus dem Jahr 2015. Und an dieser Stelle, es ist erst so kurz, dass man noch gratulieren kann, in Mainz wurde er ganz kürzlich jüngst zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur gewählt, damit erstmals ein Sturm für Filmwissenschaft. Nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für diese sehr freundlichen, einführenden Worte, noch mehr Text. Es lohnt sich, die noch nicht gesehen haben, seien versichert, dass der Film, den Sie jetzt gleich sehen werden, ein guter Film ist. Ein Film, der funktioniert. Über die ideologischen Gehalte können wir dann vielleicht nachher noch ein paar Takte sprechen. Aber es ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Film. Ich werde jetzt zur Einführung nichts anderes tun, als den Untertitel zu erklären versuchen, nämlich was ich genau meine mit dieser Aussage, wie man einen verlorenen Krieg im Kino nachträglich doch noch gewinnt. Ich fange an mit Werbung.
und weise Sie hin auf ein Teilprojekt des Clusters die Herausbildung der normativen Ordnung. Der Philosoph Martin Seel hat mit seinen Mitarbeitern ein Projekt durchgeführt in der jetzt zu Ende kommenden Runde des Exzellenzclusters über Rechtfertigungsnarrative im amerikanischen Kriegsfilm in der Darstellung, wo es vor allem um die Darstellung der Prozesse und Folgen des Irakkriegs geht. Und in gewisser Weise schließt das, was ich Ihnen heute Abend hier erzähle, an diese Vorarbeiten an, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits lautet die These dieser Einführung, dass American Sniper unter anderem deswegen ein so erfolgreicher Film wurde. Es ist der bislang mit Abstand erfolgreichste, also kommerziell erfolgreichste Film, der sich mit dem Irakkrieg auseinandergesetzt hatte, weil er ein einleuchtendes Rechtfertigungsnarrativ für einen schwer zu rechtfertigenden politischen Akt liefert. Das ist kurz gesagt meine These. Es wird einiges an Hintergrundwissen und Kontextwissen aufgeboten werden in dem, was ich jetzt gleich sage. Keine Angst, es wird alles sehr knapp und thesenhaft bleiben. Und dabei geht es unter anderem um die dominante Doktrin des amerikanischen Militärs. Und das sind Dinge, mit denen ich mich in meinem Beitrag zu diesem Band, den Sie nicht kaufen müssen, aber lesen sollten, aber Sie dürfen ja auch kaufen, ist gar nicht teuer, ich glaube 19 Euro oder sowas. Also praktisch geschenkt. Also so ein Glas Wein kostet auch schon 6. Aber ist gut. Genau, mein Beitrag zu diesem Band handelte von einem anderen Film, nämlich von La Battaglia di Algeri von Gillo Pontecorvo, den einige von Ihnen sicher kennen werden, Film aus dem Jahr 1966 über den Aufstand der algerischen Unabhängigkeitsbewegung in der Stadt Algier. Da geht es um asymmetrische Kriegsführung, um Guerillakampf. Und das Interessante an diesem Film ist, dass das Pentagon im Jahr 2003, als der Irakkrieg aus dem Ruder lief, als Schulungsfilm eingesetzt hat, um seinen führenden Offizieren zu erklären, was das Problem ist, mit dem sie es jetzt im Irak zu tun kriegen. Und man kann an diesem Film eine sehr schöne kleine Geschichte der institutionellen Lernprozesse des amerikanischen Militärs im Irakkrieg zur Darstellung bringen und den Film zugleich benutzen, um zu erklären, weshalb die es am Ende doch nicht begriffen haben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem die folgenden Anmerkungen stehen werden. Es geht mir um drei Punkte. Ich will zunächst was sagen über den Scharfschützen als Celebrity. Wie wir bereits gehört haben, ist die Hauptfigur ein Scharfschütze namens Chris Kyle, der in die Geschichte einging als der tödlichste Scharfschütze der amerikanischen Militärgeschichte mit über 160 bestätigten Tötungen. Und dieser Mensch war vor seinem frühen Tod 2013, den Sie im Film auch dargestellt sehen werden, zu so etwas wie einer Berühmtheit geworden, eben zu einer Celebrity, und im Fernsehen aufgetreten, hat ein Buch geschrieben, kommen wir gleich darauf. Dann will ich etwas Kontext liefern und die Frage zu beantworten versuchen, wie der Irakkrieg verloren ging, und schließlich eben die eigentliche These erläutern, dass es sich hier um ein gelingendes Rechtfertigungsnarrativ handelt, das sehr viel zu tun hat mit der Aktivierung von klassischen Topoi des Western auch, technische Fertigkeit, Geschicklichkeit und ein Einzelkämpfer-Ethos, der hier zelebriert wird, über den sich dann diese völlig aus dem Ruder gegangene Geschichte des Irakkriegs irgendwie doch wieder zusammenfügen lässt. Der Scharfschütze als Celebrity also zunächst, das ist eine Aufnahme von Chris Kyle, die gemacht wurde im Zusammenhang mit der Vermarktung seines Bestsellers American Sniper, einer Art Kampfautobiografie, die er dann eben auch am Fernsehen zum Beispiel vermarktet hat. Und ich lasse jetzt einfach ein bisschen was laufen aus einem Ausschnitt aus einer solchen Talkshow. Es ist die Talkshow von Conan O'Brien, der Ihnen vielleicht geläufig ist, einer der drei, vier großen amerikanischen Late-Night-Talkshow-Hosts. Und der hat mit ihm dieses Interview geführt.
The book is a huge success and fascinating. You talk about your time as a member of SEAL Team 3. Yes, sir. Okay, and this is, tell us the difference between, say, SEAL Team 3 and SEAL Team 6. We've all heard about SEAL Team 6, or the ones that killed Bin Laden. And they, I forgot who they killed. Some guy. They just carried out another operation just days ago. So, what's the difference between SEAL Team 3 and SEAL Team 6? Well, you had SEAL Team 1, SEAL Team 2. Right. And then they formed up this special unit that was called SEAL Team 6. Right. Since then, so many guys have been coming in, we've been building up the forces, that they started filling in the rest of the numbers. And to go from one of the other SEAL teams to 6, you basically have to go through another boot camp, try out, and go there. Did you want to be in SEAL Team 6? At the time, I did not, but right. Looking back at it, yes, I wish I would have. So, bedenken Sie das Format. Das ist eine Abendunterhaltungssendung, bei der eben dieser Talkshow-Host jeden Abend 3 Gäste und irgendwelche Musical-Acts empfängt. Und üblicherweise sitzen da Filmstars oder manchmal auch Politiker oder so. Und hier haben Sie einen zertifizierten Massenmörder, der gefeiert wird als Berühmtheit, nicht? Also, es ist ein Soldat natürlich und das ist alles ganz gut, aber dessen Lebensleistung besteht darin und die wird hier gefeiert, so als hätte er einen Rekord irgendwo im Sport aufgestellt, also im selben Format und mit derselben Rhetorik. Dessen Lebensleistung besteht darin, dass er verbürgt 160 Feinde aus dem Hinterhalt erschossen hat. Das heißt, wir haben es mit einem Typus zu tun, der offenbar in die Schemata der amerikanischen Celebrity-Kultur reibungslos reinpasst. Die lassen sich offenbar adaptieren auf diese Art von Figur und Rhetorik und der verhält sich ja dann auch so, er hat einen bestimmten Look und er hat ein Buch zu verkaufen. Das ist eine Werbetour für den Bestseller. Das Buch ist schon ein Bestseller, aber er tritt dann nochmal auf und dann kann man das Buch nochmal zur Kenntnis nehmen und auch gleich kaufen. Und er spricht über seine Erfahrungen ebenso, wie vielleicht Tom Hanks über seinen Hund spricht oder so in derselben Situation. Das einfach nur um zu verdeutlichen, welche kulturelle Rhetorik wir hier vorliegen haben. Das Format als solches ist nicht neu, noch auch ist die Strategie, das in Film umzugießen. Sie sehen hier zwei Aufnahmen aus, Standaufnahmen aus einem Film aus dem Jahr 1941, Sergeant York von Howard Hawks, einem der großen Klassiker des Hollywood-Kriegsfilms. Sergeant York ist auch wie Kyle Cooper eine verbürgte historische Figur, ein Held des Ersten Weltkriegs, der ebenfalls als Scharfschütze Berühmtheit gewann und der in dieser Filmbiografie, die es eigentlich ist, zunächst eingeführt wird als ein versoffener Tu-nicht-gut aus den Appalachen, der die ganze Zeit nur trinkend durch die Wälder reitet und Schießübungen macht. Und irgendwann kommt dann der Erste Weltkrieg auch in diesen entlegenen Gegenden an. Er wird eingezogen und entwickelt sich zu einem amerikanischen Mustersoldaten und Helden und eben zu einem der meistdekorierten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Das ist ein Film, den im Übrigen natürlich Clint Eastwood gut kennt und den er mit Bestimmtheit nochmal angeschaut hat, bevor er seinen eigenen American Sniper gemacht hat. Es ist besonders reizvoll, dass Gary Cooper diese Rolle spielt, weil nämlich in American Sniper der Schauspieler, der dann gewählt wurde, auch Cooper heißt, aber Bradley Cooper, der einer der großen neuen jungen Stars, der, wie Sie sehen, dem Kyle Cooper durchaus ähnlich sieht und wie Sie dann auch hören werden, ich hoffe, wir hören den Film in Originalfassung, auch diesen Südstaaten-Akzent, der charakteristisch ist für den Kyle Cooper, an dem man ihn eben auch geografisch platzieren kann, sehr gut zu imitieren versteht. Also, worum es mir geht bei diesem Punkt, ist eben genau dieses, das, was eigentlich gleich zu sehen ist in den ersten Sekunden dieses Ausschnittes aus der Talkshow, Soldaten,
diesen Typs können Celebrities sein und sind Teil einer Celebrity-Kultur auf demselben Level wie Filmstars. Und diese Art von Fertigkeit, die Fertigkeit des Scharfschützen, kann in ähnlicher Weise als populärkulturelles Bewunderungsobjekt zur Darstellung gebracht werden, wie zum Beispiel eine sportliche Leistung oder künstlerische Fertigkeiten von Sängern oder Schauspielern. Mein zweiter Punkt, wie der Krieg verloren ging. Ich zitiere hier den Militärstrategen, Militärhistoriker David Kilcullen, der in seinem jüngsten Buch über den globalen Terrorismus eine in seinen Kreisen offenbar nicht kontroverse These aufgestellt hat, nämlich dass der Irakkrieg, also der zweite oder dritte, je nach Zählart, derjenige von 2003, der von der Bush-Administration vom Zaun gerissen wurde, der größte strategische Fehler der Militärgeschichte seit Hitlers Russland-Feldzug gewesen sei. Also kein schlechter geplanter und weniger gewinnbarer Krieg ist geführt worden in der Moderne als dieser Krieg. Das ist natürlich ein vernichtendes Urteil. Ist aber, wie gesagt, in Militärhistorikerkreisen, soweit es mir möglich war, die Literatur zur Kenntnis nehmen, mittlerweile einigermaßen Konsens. Was da passiert ist, ich rufe jetzt einige Stationen auf, die all denen bekannt sind, die seit 2001 nicht durchgängig geschlafen haben, und versuche das ein bisschen zu situieren. Was passiert ist im Irak in den ersten Wochen und Monaten des Krieges, war die Anwendung der Default-Doktrin, der Standarddoktrin der amerikanischen Streitkräfte, die eine Doktrin der Overwhelming Force ist, also der Überwältigung des Feindes mit technisch überlegenen Mitteln, zahlenmäßig überlegenen Mitteln, Beherrschung des Territoriums, Beherrschung aller Kampfschauplätze durch technische und numerische Überlegenheit. Das ist eine Doktrin, die von einem Schweizer erfunden wurde, nämlich von Napoleons Generälen, Jean-Henri hieß er, Jomini, der in den napoleonischen Armeen gedient hat und der Clausewitz eben in diesem Sinne weiterentwickelt hat, dass er eine Doktrin entwickelt hat, wo Schlachten gewonnen werden durch die Anwendung der überwältigenden Kraft. Und das ist seit dem 19. Jahrhundert die Grundlehre der Militärdoktrin an der amerikanischen Offiziersuniversität West Point. Und es ist die Doktrin, mit der die Nordstaaten-Generäle operiert haben, die dann schließlich den amerikanischen Bürgerkrieg für die Union gewonnen haben. Und alles, was die Amerikaner seither gemacht haben, sind Modifikationen und Variationen dieser Doktrin, die eben auf technische und zahlenmäßige Überlegenheit in konventionellen Kriegen absetzt. Es gibt so etwas wie Naturgesetze des Krieges, die sich aus Clausewitz ableiten lassen. In einem konventionellen Krieg, also wo zwei deklarierte Armeen sich auf einem Schlachtfeld gegenüberstehen, siegt die kräftemäßig überlegene Seite. Wenn Ausgeglichenheit herrscht, siegt diejenige, die zuerst die Initiative ergreift, also das Überraschungsmoment. Und wenn das Überraschungsmoment verpufft ist, ist die stärkere Motivation ausschlaggebend. Aber das sind eben Situationen der konventionellen Kriegsführung, wo zwei reguläre Armeen sich gegenüberstehen, die mit denselben Mitteln operieren und denselben Regeln der Kriegsführung folgen, die im europäischen Recht und im Völkerrecht etabliert wurden seit dem 17. Jahrhundert. Es gibt also die im Irakkrieg zur Anwendung kommende Variation der Overwhelming Force Doktrin, war die sogenannte Powell-Weinberger Doktrin, benannt nach General Colin Powell, einem ehemaligen Bewohner des IG Farben-Gebäudes im Übrigen, der da auch, das beschreibt er in seiner Autobiografie, zum ersten Mal in seinem Leben Dick Cheney getroffen hat, hier in Frankfurt, bei uns im Büro gewissermaßen. Wir fragen uns jeden Tag, wenn wir ins IG Farben-Gebäude gehen, welches Büro war Colin Powells Büro? Und wo hat er Dick Cheney kennengelernt?
Und Powell war Stabschef der amerikanischen Streitkräfte im ersten Irakkrieg. Caspar Weinberger war damals der Verteidigungsminister. Und die Essenz dieser Doktrin ist natürlich Overwhelming Force, aber es ist ein politisches Kaviar dran gehängt. Ausbuchstabiert heißt das, Kriege fängt man nur an, wenn sie, sie zu führen in einem überwiegenden nationalen Sicherheitsinteresse ist. Und man fängt sie nur an, wenn die Ziele klar politisch definiert sind und erreichbar sind. Und man beendet die Kriege so schnell wie möglich. Das Problem des Irakkriegs war, dass der mit Overwhelming Force geführt wurde, aber kein klar definiertes politisches Ziel hatte, was sich dann auch sehr schnell zeigte. Realisiert wurde, dass die Overwhelming Force Doktrin mit diesem diesem Verfahren von Shock and Awe, wenn Sie den Irakkrieg miterlebt haben, wissen Sie, dass das in der Kommunikation des Kriegs gegen außen eine sehr wichtige Formulierung war, nicht? Also wir kommen überraschend und mit überwältigender Kraft und der Feind zuckt dann zusammen und zieht sich zurück und so hat das auch funktioniert bis zum Fall von Bagdad. Da gab es diese wunderbare Photo Opportunity, wie man das so schön nennt, Sturz der Statue des Tyrannen, gefolgt von diesem denkwürdigen Moment im Mai 2003, wo George Bush mit einem Kampfflugzeug vor San Diego auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln gelandet ist und verkündet hat, dass die Mission erfüllt sei, Mission accomplished. Tatsache war, dass der Krieg genau in dem Moment erst richtig losging. Was Sie hier links sehen, ist ein sogenanntes Improvised Explosive Device, also eine Sprengfalle, gebastelt aus irgendwelchen leicht verfügbaren, bei Konrad oder sonst wo im Elektromarkt verfügbaren Teilen, mit denen man den Straßenverkehr so unsicher machen kann, dass dann auch diese gepanzerten Truppenfahrzeuge schnell wegfliegen. Das ist eines der primären Instrumente, die eingesetzt wurden von Aufständischen im Irak nach dem Mai 2003. Es war eine Situation, in der die Amerikaner unter anderem den ganz großen Fehler gemacht haben, das sind alles Dinge, die ihnen bekannt sind, dass sie die Armee, die irakische Armee aufgelöst haben, anstatt die Organisation militärische Organisationen sind befehlsempfänglich, um es mal so zu sagen. Und man hätte die auch umnutzen können, aber das war nicht der Plan der Amerikaner. Sie haben die ganze Armee nach Hause geschickt und damit natürlich ein Heer von sehr gut ausgebildeten Kämpfern geschaffen, die plötzlich keine Funktion und keine Zugehörigkeit mehr hatten und um ihren Status und ihre Privilegien fürchten mussten und sich sehr leicht instrumentalisieren ließen für alle Arten von Plänen zur Destabilisierung der Situation. Die amerikanischen Truppen waren nicht zahlreich genug, um so etwas wie eine Besatzung durchzuführen. Eine Besatzung längerfristig in einem besetzten Land, das man auch nicht kennt, ist ohnehin aufwendig, gefährlich und fast nicht durchzuführen. Man hat kulturelle Nachteile, sprachliche Nachteile und so weiter. Und schon im August 2003 hat der kommandierende General der Nahostregion zugegeben, dass die Amerikaner es mit einer guerillaartigen Kampfsituation zu tun haben, mit einem asymmetrischen Krieg. Und das haben die Generäle und die Soldaten vor Ort sehr wohl gewusst. Es war aber offizielle Politik des Pentagon bis 2004 so zu tun, als sei dem nicht so. Also Don Rumsfeld, der damalige Verteidigungsminister, hat zum Beispiel hat dafür gesorgt, dass das Wort Insurgency, Aufstand, im offiziellen Sprachgebrauch des Pentagon im Zusammenhang mit dem Irak nicht vorkam. Das wurde einfach zensiert, wegdiskutiert und es wurde klar gesagt, dass das ist kein Aufstand, aber es war einer. Und dann ist noch das passiert. Auch das ist Ihnen bekannt. Ein Jahr nach Mission Accomplished tauchen diese Bilder auf. Das sind Bilder von Geschossen von Militärpolizisten, Gefängniswärtern, die im Foltergefängnis von Saddam Hussein irgendwelche zufällig festgenommenen Iraker misshandelt haben und das fotografiert haben.
Und es gibt die Ansicht unter anderem des Militärhistorikers Andrew Barcevich, auf den ich gleich nochmal eingehen werde, der gesagt hat, nach diesem Punkt war der Krieg nicht mehr zu gewinnen. Also das war die letzte Chance und die war damit vertan, und zwar deswegen aus zwei Gründen. Diese Bilder sind natürlich ein wunderbares Rekrutierungsinstrument für aufständischen Bewegungen, und zum anderen ist dieses Bild eine totale Bankrotterklärung der Amerikaner, weil die Grundaussage des Bildes ist, wir wissen eigentlich nicht, wer unser Feind ist. Sowas macht nur jemand, Foltern tut nur jemand, der nicht weiß, wo der Feind sitzt. Folter ist, wenn man so will, eine Übersprunghandlung einer militärischen Organisation, die es gewohnt ist, sich mit überwältigender Kraft durchzusetzen, und die plötzlich feststellt, dass das alles nichts mehr nützt. Alle Panzer der Welt, alle überlegene Technik trägt nicht dazu bei, die Situation zu stabilisieren. Der Feind kommt aus dem Hinterhalt, er operiert in der Bevölkerung, ist nicht feststellbar. Und was man dann einfach tut, ist so viele Zivilisten wie möglich, die irgendwie verdächtig sind, festnehmen und mal eben ein bisschen foltern in der Hoffnung, dass man irgendwas rauskriegt. Das ist genau das, was in Abu Ghraib passiert ist. Das heißt, das ist die, was dieses Bild zeigt, ist die Ahnungslosigkeit, die epistemologische Blindheit der Amerikaner, was ihren Feind angeht. Also wir haben es mit einer Situation der asymmetrischen Kriegsführung zu tun, auf die die Amerikaner kulturell und institutionell nicht vorbereitet waren. Das ist nicht der Krieg, den sie führen konnten, und das ist nicht der Krieg, den sie führen wollten. Und der letzte Krieg, den sie wirklich verloren hatten, der Vietnamkrieg, war genauso einer gewesen. Und sie hatten daraus die falschen Lektionen gezogen. Die sich verfestigende Lesart in der amerikanischen Militärhierarchie der 80er Jahre über den Vietnamkrieg war: Wir haben den Vietnamkrieg nicht verloren, weil wir zu konventionell waren, also weil wir zu wenig verstanden haben, wie man einen Guerillakrieg führt, sondern wir haben ihn verloren, weil wir nicht konventionell genug waren. Also wir hätten noch mehr bombardieren sollen und noch mehr rohe Gewalt einsetzen sollen und so. Und genau mit dieser Haltung sind die Amerikaner auch in den Irakkrieg reingegangen, und daran sind sie aufgelaufen. Das ist eine Art der Kriegsführung, wo Killrates, und das ist wichtig im Zusammenhang mit diesem Film, der Parameter des Erfolgs sind. Man ist so der Erfolg der Operation bemisst sich daran, wie viele Feinde man getötet hat. Und deswegen ist Chris Kyle so eine faszinierende Figur, weil er eben 160 Leute umgebracht hat. Tolle Leistung für einen einzelnen Schützen. Wenn nur alle so wären, hätten wir den Krieg auch so gewonnen. Das ist die Logik der Killrates. Asymmetrische Kriegsführung funktioniert aber eben nicht so. Herkömmliche Kriege handeln von der Kontrolle des Territoriums. Asymmetrische Kriege, aufständischen Kriege, Guerillakriege handeln von der Kontrolle der Bevölkerung. Mao Zedong, der große Theoretiker des Guerillakriegs, hat das ja so formuliert: Der Guerillakämpfer muss in der Bevölkerung operieren wie der Fisch im Wasser. Also er muss sich die Bevölkerung auf seine Seite bringen und als Operationsbasis und Unterstützung oder sich deren Unterstützung versichern. Und das kann man unter anderem machen, indem man besser regiert als die Besatzungsmacht. Also indem man schnellere und fairere Justiz anbietet oder Sicherheit anbietet. All das, was üblicherweise staatliche Organisationen machen, müssen Guerilla-Organisationen anbieten, um die Bevölkerung als Operationsbasis zu benutzen. Das ist zum Beispiel auch die Taktik der Taliban in Afghanistan gewesen. Das wichtigste Instrument der Taliban zur Sicherung ihrer Operationsbasis waren die mobilen Gerichtshöfe, mit denen sie durchaus nach einem Mafia-Prinzip Gerechtigkeit angeboten haben im Austausch für Loyalität, die es ihnen ermöglicht hat, militärisch zu operieren, aus dem Schutz der Bevölkerung heraus. Wie geht man damit um? Counterinsurgency, also der Kampf gegen diese, oder die Reaktion auf eine asymmetrische Kriegssituation besteht, ich zitiere hier wieder David Kilcullen, das ist einer der einflussreichsten Militärtheoretiker dann geworden in der zweiten Hälfte des Irakkriegs nach 2006. Counterinsurgency ist sowas wie Sozialarbeit verbunden mit Gewaltandrohung. Also man muss bewaffnet besser regieren als die Gegner, mit denen man es zu tun hat, und dann darauf hoffen,
dass der Feind von der Zivilbevölkerung nicht mehr geschützt wird, weil das die Sicherheitsangebote, die die Besatzungsmacht liefert, besser sind. Der eigentliche Guru dieser Taktik ist dieser Herr hier, der Ihnen auch aus Nachrichtensendungen bekannt ist, David Petraeus, ein durchaus charakteristischer amerikanischer General, Intellektueller, promoviert in Geschichte in Princeton, Absolvent von West Point und eben jemand, der es geschafft hat, das ist wirklich eine institutionspolitische Großleistung, der es geschafft hat, die amerikanische Militärhierarchie auf die Taktiken der asymmetrischen Kriegsführung einzuschwören. Das ist ihm gelungen als Regionalkommandant in Mosul, wo er seine Morgenbriefings immer anfing mit dem Satz «What have we done for the population?», nicht eine Standardfrage eines amerikanischen Generals, und der eben genau dieses Prinzip der Sozialarbeit verbunden mit Gewaltandrohung konsequent umgesetzt hat. Er zählt dann auch zu den Initiatoren und teilweise Mitautoren, zusammen mit dem bereits zweimal erwähnten David Kilcullen, dieses Buchs hier, dem Field Manual 3-24, dem sogenannten Counterinsurgency Manual, das eine ziemlich interessante Lektüre abgibt, weil da Sätze drinstehen, die man sonst in militärischen Dokumenten nicht so liest, des Typs, manchmal ist es besser, die Truppe einem Risiko auszusetzen, als Sicherheit um jeden Preis herzustellen zu wollen. Also zen-artige Haltungen und Aussagen werden da formuliert, wo man sich gut feststellen kann, dass Offiziere, die auf Killrate schauen, damit nicht viel anfangen können. Das ist das Buch, das dann umgesetzt wurde in dem sogenannten Surge der Truppenanzahlsteigerung 2007, mit der es kurzfristig gelang, die Situation im Irak zumindest teilweise zu stabilisieren. Das war wirklich eine Praxisanwendung dieses Field Manual und einer neuen Counterinsurgency-Doktrin, die eben mit dieser klassischen, gut verankerten Doktrin der Overwhelming Force eigentlich in einem klaren Widerspruch stand. Also das Problem, ganz einfach gesagt, ist, wenn Sie erfolgreich Counterinsurgency machen, stirbt niemand mehr. Und das ist für einen Soldat konventioneller Prägung nicht gut, weil Beförderung davon abhängt, wie viele Leute man umbringt. Und wenn das Erfolgskriterium ist, keine Leute umzubringen, haben sie eine gewisse Schwierigkeit. Aber das wurde dann mal appliziert in diesem sogenannten Search, dessen langfristige Wirkung Sie kennen, der Irak ist kein stabiles Land mehr. Es ist nicht so, dass dadurch Stabilität geschaffen wurde. Und der ebenfalls bereits erwähnte Militärhistoriker Andrew Bartovich geht in seinem jüngst publizierten Buch America's War for the Greater Middle East, eine Geschichte des amerikanischen Interventionismus im Nahen Osten der letzten 40 Jahre, so weit zu sagen, dass der Surge ein klassischer Pseudo-Event im Sinne des Historikers Daniel Borstein war. The Image ist ein vielgelesenes, einflussreiches Buch aus dem Jahr 1962, zufälligerweise im selben Jahr erschienen wie McLuhans Medientheorie und mit diesem durchaus in Parallellektüre vergleichbar. Ein Buch, in dem eben ein Historiker, der dann später im Übrigen Librarian of Congress, also Direktor der Library of Congress wurde, darlegt, wie zumal im Zeitalter des Fernsehens eben Politik betrieben wird über Staged Events, über herbeigeführte inszenierte Ereignisse, die der Erreichung bestimmter politischer Ziele dienen, aber sich ohne diese mediale und politische Logik so nicht einstellen würden. Und Bartschewitz These ist, dass der Surge genau so ein Ereignis war und dass Petraeus vor allem, dass das große Talent von Petraeus darin bestand, die Wahrnehmungen der Entscheidungsträger im amerikanischen Parlament zu managen, mehr als so etwas wie langfristige Sicherheit herzustellen. Gut, das ist der Kontext. Lassen Sie mich ganz kurz zum Schluss zum Film zurückkehren und eben zu der Frage, wie dieser Film eine Geschichte erzählt, die dann dazu führt, dass der Krieg
im Kino nachträglich doch noch gewonnen wird. Lassen Sie uns ein paar Zahlen anschauen. Der Film hat 58,8 Millionen gekostet. Das ist für einen amerikanischen Mainstream-Film mittlerweile an der unteren Grenze. 100 Millionen, 200 Millionen für Special-Effects-Filme sind keine Seltenheit mehr. Also das ist gewissermaßen ein handwerklich sauberer, kleiner Film, bei dem natürlich ein guter Teil in Stargagen geht, aber 60 Millionen, das ist ein durchschnittliches Budget. Da müssen Sie noch 30 Millionen Vermarktungskosten draufschlagen und dann sind Sie bei den Nettokosten, die einzuholen sind. Und wie Sie sehen, hat der Film im Kino außerordentlich gut funktioniert. Er hat 350 Millionen in den USA eingespielt und 197 Millionen in Übersee. Und nach der heutigen Marktlogik, wo im Kino nur noch 25% der Einnahmen gemacht werden und 75% über DVD und andere Zweitauswertungen, müssen Sie diesen Gesamtbetrag dann noch mit 4 multiplizieren, um auf das gesamte Einspielergebnis zu kommen. Das heißt, der Film ist ein gigantischer Hit gewesen und im Übrigen auch bei weitem der erfolgreichste Film in der Karriere des Regisseurs Clint Eastwood. Was an diesen Zahlen interessant ist, und deswegen wollte ich sie im Detail hier aufrufen, ist die Verteilung zwischen Heimmarkt und Übersee. Typischerweise lautet das Verhältnis bei sehr erfolgreichen Filmen 40-60. Also 40% der Einnahmen kommen aus dem amerikanischen Markt, 60% kommen aus Übersee. Hier ist es 64-36. Das zeigt Ihnen an, dass das ein Amerikanum ist, mit dem man es hier zu tun hat. Das heißt, es gibt eine kulturspezifische Resonanz offenbar dieses Films. Und für einen Film mit diesem Budget, mit dieser Besetzung, mit dieser Geschichte sind 350 Millionen wirklich ein sehr, sehr gutes Einspielergebnis. Das heißt, der Film ist ein kulturelles Phänomen und muss als solches verstanden und gedeutet werden. Man kann Paratexte sind ernst zu nehmen, da mit der Deutung gleich beim Plakat anfangen. Sie haben hier die amerikanische Flagge als Welle der Geschichte. Die Welle der Geschichte, ein beliebtes Motiv der europäischen Ikonografie seit dem 19. Jahrhundert. Und sie haben den Helden in Rückenansicht als Einzelkämpfer, der als Silhouette sich vor einem grauen, neutralen Hintergrund absetzt. Und was hier entwickelt wird, ist eben auf jeden Fall ein individualistisches Geschichtsbild, bei dem dieser aufrecht stehende, ich sage jetzt nicht phallische, Einzelkämpfer es eben mit der Welle der Geschichte aufnimmt und man ist fast versucht zu sagen, in der Lage ist, darauf zu surfen. Lassen Sie uns kurz den Trailer anschauen, um eine Vorahnung davon zu kriegen, wie Clint Eastwood das angeht. Der Trailer ist ziemlich interessant, weil er natürlich das macht am Ende, was man aus Trailern kennt, nämlich mehrere Szenen untereinander schneiden. Aber es ist eigentlich ein Trailer, der nur aus einer einzigen Szene aus dem Film besteht, was mittlerweile heutzutage ein unübliches Verfahren geworden ist. So, wie das bei einem guten Trailer so der Fall ist, wissen Sie jetzt schon alles, was Sie wissen müssen über den Film, worum es geht, wie die Geschichte erzählt wird, was der Grundkonflikt ist. Nicht? Also es wird an dieser einen Entscheidungssituation, erschießt sich das Kind oder nicht, die ganze Tragweite dieses militärischen Engagements dargelegt. Er ist da, um seine Familie zu Hause zu beschützen, wird nochmal behauptet, als hätten die Amerikaner durch die Intervention im Irak dazu beigetragen, dass es irgendwo in den USA sicherer zugeht. Und es gibt diese Spiegelung, die Kinder, die Familienverhältnisse, die Mutterrolle, die Frage, was man als Vater, was man als Mutter tun würde in einer solchen Situation. Das sind die Themen, anhand derer Clint Eastwood das durcharbeitet. Und zugleich ist der ganze Film eben ähnlich wie Sergeant York eine Feier hoher technischer Kunstfertigkeit im Umgang mit Waffen. Wir kommen damit auch zurück auf ein Motiv, das wir bereits im ersten Vortrag, als es um Winchester 73, um den Western ging, und um die
sagen wir, die Mystik der technischen Perfektion dieser Waffe. Also ein Motiv, das wir da schon kennengelernt haben. Es geht um technische Perfektion, in diesem Falle natürlich der Waffentechnik, aber eben auch derer, die sie benutzen. Die Figur des Chris Kyle wird in dem Film dargestellt als so etwas wie ein Schutzengel für die Truppen. Jemand, der eben in der Lage ist, in einer absolut chaotischen Situation durch seine überlegene Wahrnehmungs- und Wahrnehmungsfähigkeit und sein überlegenes Talent als Schütze ein gewisses Maß an Ordnung herzustellen. In diesem Sinne ist das auch eine klassische Western-Situation, wo die Waffe das Gesetz ersetzt und zugleich, wie dieser Trailer auch zeigt, ist natürlich jede Entscheidung, die Waffe einzusetzen, immer muss eine ethisch reflektierte sein, hat eine legale Dimension, nicht? Also es wird ja da in dem Trailer auch gesagt, wenn du falsch liegst und das Kind erschießt, dann bist du dran. Dann wirst du vor Militärgericht gestellt, denn das wäre ein Kriegsverbrechen und die Amerikaner, mal abgesehen von den ganzen Folteroperationen, zu diesem Zeitpunkt nahmen die Genfer Konvention noch ernst und das ist ja eines der großen Probleme der asymmetrischen Kriegsführung, dass der Gegner sich nicht an die Regeln der Kriegsordnung des modernen Völkerrechts hält und dann eben auch nicht klar ist, wie man mit dem Feind verfährt. Aber das ist hier eine Situation, wo in einer asymmetrischen Kriegsführung signalisiert wird, wir Amerikaner halten uns an die Regeln des konventionellen Krieges und es gibt Accountability, also Rechenschaftspflicht und die Leute werden zur Rechenschaft gezogen für das, was sie tun, nach den Regeln des Kriegsrechts, des internationalen Kriegsrechts, an das wir uns natürlich noch halten. Die Geschichte, das werden Sie sehen, geht für Chris Kyle dann nicht gut aus. Er stirbt. Für die, die es nicht wissen, werde ich jetzt das Ende nicht verraten. Aber er stirbt nicht auf dem Schlachtfeld und er geht eben gewissermaßen als ungeschlagener Held vom Schlachtfeld nach Hause. Ich hatte eingangs ein Werturteil abgegeben und gesagt, das ist ein guter Film. Es ist ein handwerklich, narrativ, dramaturgisch meines Erachtens sehr gelungener Film. Es ist aber auch ein guter Film, insofern er mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an den Stoff herangeht. Wenn ich jetzt die These vertreten habe eingangs, dass es sich um einen Film handelt, der ein sehr erfolgreiches Rechtfertigungsnarrativ liefert und einen verlorenen Krieg noch in einen Sieg umdeutet, dann steckt darin natürlich auch eine ideologiekritische Spitze. Klar werden gewisse Dinge dann einfach nicht mehr angesprochen und nicht mehr gesagt. Der Krieg war verloren, da gibt es überhaupt nichts daran zu ändern. Aber was diesen Film interessant macht, ist eben, wie er an der Herauspräparierung einer solchen Einzelfigur dann doch wieder genau das Geschichtsbild zu retten versteht, das über das Plakat aufgerufen wird, das Individuum, das in der Lage ist, mit der Welle der Geschichte kompetent zu verfahren und daraus dann doch noch aus den Wogen der Geschichte dann doch noch aufrechten Ganges wieder hervorzugehen. Das war es, was ich Ihnen zur Einführung sagen wollte und jetzt schauen wir uns den Film an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, es ist spät und Sie wollen vielleicht alle nach Hause, aber wenn Sie noch Lust haben, ein paar Fragen zu stellen oder eine Diskussion zu haben über das gerade Gesehene, bitte sehr. Gibt es Fragen, Kommentare, Antworten? Ja, bitte. Ich finde, der Krieg ist nicht persönlich. Welchen Grund hatte denn dieser Veteran, ihn umzubringen? Weiß man darüber irgendwas oder war das einfach nur so eine Affekttat? Es war wohl eine Affekttat, er war psychisch krank.
und nicht hinreichend diagnostiziert. Und die beiden waren wohl eben auf dem Schießstand und der hat dann seine Waffe auf den Chris Kyle gerichtet. Nicht absehbar. Sie sagten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Vortrag, der Krieg sei verloren gewesen. Es geht doch hier um den Krieg im Irak, ne? Genau, und, ja. Ja, den haben doch die Amerikaner gewonnen. Das ist die offizielle Version im Mai 2003. Die Amerikaner sind 2009 abgezogen und sie wissen, in welchem Zustand sich das Land befindet. Naja, die Frage ist, wann ist der Krieg zu Ende und was sind die Ziele des Krieges? Und das Problem der Operation, die da durchgeführt war, dass die Kriegsziele nicht hinreichend klar definiert waren und dass die Ressourcen, die dafür eingesetzt wurden, entsprechend auch nicht die geeigneten waren. Und es kommt ja immer darauf an, wie man dann, also in welchem Zusammenhang man diesen Krieg sieht. Ich habe Ihnen das Buchcover gezeigt, des neuesten Buches von Andrew Barchewitsch, und habe den auch zitiert. Barchewitsch ist ein ehemaliger Oberst der Marines und Militärhistoriker, der an der Boston University gelehrt hat, der aus einer, sagen wir mal, expansionismuskritischen Denkschule kommt, eine sehr kritische, im Übrigen philosophisch auch an dem Theologen Reinhold Niebuhr geschulte Haltung zur amerikanischen Außenpolitik hat und der den Irakkrieg 2003 in den Zusammenhang einer, sagen wir mal, energiepolitischen Globalstrategie stellt, die in den 70er Jahren damals unter anderem bereits von Paul Wolfowitz, dem stellvertretenden Außenminister unter George W. Bush, mitentwickelt wurde. Und sein Vorschlag ist, diesen Krieg in dieser Logik zu sehen. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dass der Krieg verloren war, ist das unter anderem ein direktes Zitat. Und das bezieht sich eben darauf, dass im konventionellen Krieg und auch unter Anwendung einer konventionellen Doktrin wie der Powell-Weinberger-Doktrin eigentlich klar definiert sein muss, wer der Feind ist, was die Kriegsziele sind, wie man die erreichen will und wann es dann auch mal genug ist. Und ein Krieg, den man im Mai 2003 nach 2 oder 3 Monaten Kriegsdauer für beendet erklärt und der dann faktisch noch 6 Jahre weiter dauert, ist nicht ein Krieg, den man gewonnen hat. Und wenn das Ziel war, und das war das explizit erklärte Kriegsziel der Bush-Administration zum Zeitpunkt, dass der Krieg begonnen wurde, im Irak eine liberale Demokratie mit Marktwirtschaft zu errichten, dann kann man ja wohl sagen, dass das so nicht geklappt hat. Und ich zitiere jetzt nochmal Barchewitsch, er sieht den Krieg in einer diesen Krieg in einer bestimmten Tradition und sagt, eigentlich ist das Originelle an der sogenannten neokonservativen Strategie bei diesem Krieg liegt nur darin, dass die Bush-Administration aufgehört hat, die arabischen Alliierten einem Kernprinzip des amerikanischen Expansionismus auszunehmen. Der beruht nämlich seit den 1890er Jahren, und zwar unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus besetzt, darauf, dass, sagen wir mal, international der Marktzugriff für die Amerikaner gesichert werden soll. Und das geschieht unter anderem, indem man möglichst überall auf der Welt nach dem amerikanischen Vorbild liberale Demokratien zu errichten versucht. Das funktioniert dann auch nicht immer so, wie man weiß. Aber das ist, wenn man so will, ein weitgehender Konsens. Der Diplomatiehistoriker William Appleman Williams hat dafür
Ende der 50er Jahre den schönen Begriff des antikolonialen Imperialismus geprägt. Nicht? Also er hat gesagt, die Amerikaner haben keine territoriale Expansionsstrategie, im Unterschied etwa zu den Engländern, die versucht haben, ein Territorialimperium aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die haben eben eine antikolonial-imperialistische Strategie, wo sie sich das Recht herausnehmen, überall auf der Welt zu intervenieren, um Handelsmöglichkeiten im Wesentlichen aufrechtzuerhalten. Williams ist übrigens kein Linker, obwohl er dann stark von den Linken rezipiert wurde. Und diesem Prinzip folgt die amerikanische Außenpolitik im Wesentlichen. Deswegen war Trump ja auch so interessant, weil er einen Bruch ursprünglich signalisierte mit diesem Prinzip. Das geht jetzt wieder anders aus, aber seine Ansagen waren anfangs geeignet, einen Bruch mit etwa 130 Jahren amerikanischer Außenpolitik zu markieren. Und in diesem Kontext kann man den Krieg so sehen. Ja, bitte. Meine Frage geht ganz klar auf den Film hinaus und zwar auf Clint Eastwood. Was hatte er für eine Intention, diesen Film zu machen? Also wollte er den Hauptdarsteller heroisieren oder wollte der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhalten? Besonders mit die letzte Sequenz mit seiner Beerdigung hat mich so ein bisschen herausgezogen. Also was war die Intention vom Regisseur? Was soll er machen? Genau. Gut, das sollten Sie einen Filmwissenschaftler, der durch die poststrukturalistische Schule gegangen ist, nie fragen. Wir müssen ihn fragen natürlich, ne? Aber er ist auch schon alt. Und weiß nicht, ob er uns verraten würde, was er sich dabei gedacht hat. Es sind zwei Dinge, die wichtig sind. Bradley Cooper ist Mitproduzent dieses Films. Der ist politisch nicht auf derselben Linie wie Chris Kyle, aber die Story hat ihn eindeutig interessiert. Und also etwas, was Eastwood sicher interessiert hat und was ihn zu einem geeigneten Regisseur gemacht hat für diesen Stoff, ist, dass er sich in den Konventionen oder auch im moralischen Horizont des Western erzählen lässt. Sehr früh im Film, eigentlich beim ersten Einsatz, wird das ja sehr deutlich gemacht. Das ist the New Wild West. Nur mit Al-Qaida aus den Wilden oder so. Das heißt, das passt eigentlich ins filmische Oeuvre von Clint Eastwood sehr gut hinein. Also wenn es ein Kriegsfilm sein soll, dann doch einer, bei dem es um die Grenze der Zivilisation geht und in dem diese Freund-Feind-Schemata und die Gunplay-Geschichten des Westerns sich dann auf das Kriegstheater applizieren lassen. Und also diese Städtekampf-Situation erinnert ja doch eigentlich auch an Schießereien in urbanen Situationen im Westen. Insofern ist er eine gute Wahl für diesen Stoff. Und ich nehme an, Sie sind mit Clint Eastwood Arbeit sonst vertraut. Unforgiven ist ja vielleicht sein wichtigster Western dann doch geworden. Und dessen Qualität liegt ja nun darin, dass er einerseits die Figur des Helden, des Westernhelden nochmal fortschreibt, aber sie auch bricht und dekonstruiert. Nicht? Also bei Unforgiven gibt es ja diese Figur des Groschenromanschriftstellers, der sich einen Revolverhelden sucht, dessen Abenteuer er dann in Literatur umwenden kann. Der, an den er sich anhängt, ist der Gegner von der Clint Eastwood-Figur. Und Clint Eastwood kümmert sich eigentlich um diesen Groschenhelden gar nicht, aber seine Geschichte ist die, die eigentlich erzählt werden musste. Also er ist auch ein Regisseur, der, sagen wir mal, die Leitvorstellung, ich zögere ein bisschen zu sagen, die Mythen der amerikanischen Populärkultur am Ende doch sehr gut versteht und gebrochen erzählen kann, so dass es eben nicht einfach nur eine flache Fortschreibung bestimmter Thesen und Behauptungen und Motive ist. Also mir scheint, das ist ein ziemlich komplex aufgezogener und vielschichtig durcherzählter Film, der natürlich nicht grundsätzlich in Frage stellt, dass dieses ganze Irak-Abenteuer seinen Sinn hatte.
das ist der Punkt, wo ich sagen würde, der Film versucht, einen verlorenen Krieg nochmal zu gewinnen. Nicht, er steht nicht am Anfang hin und zitiert Kilcullen und sagt, das war der größte strategische Fehler seit dem Russlandfeldzug. Das macht er nicht. Aber er denkt die moralischen Dilemmata eines solchen Krieges und die Konsequenzen, die ein solcher Krieg hat, dann doch auf eine Art und Weise durch, bei der man sagen kann, der lässt sich da schon auf gewisse Dinge, auf eine komplexe Art und Weise ein. Also ich finde eine der bemerkenswertesten Komponenten des Films sind die Darstellungen der versehrten Veteranen am Ende. Das spielt man ja nicht, solche Verbundungen. Nicht? Das hat dann gewissermaßen eine dokumentarische Qualität, bekommt das plötzlich. Es ist ein Gruselkabinett allerersten Ranges. Aber so sehen die Leute halt aus. Nicht? Ist das eine sinnvolle Antwort? Okay. Ich würde daran ganz gerne anknüpfen, und zwar, weil Sie jetzt mit Erbarmungslos quasi als Film bei ihm aufgehört haben, im Oeuvre. Aber es gibt ja auch die Filme Gran Torino und es gibt ja seinen Doppelschlag sozusagen, Letters from Iwo Jima und Flags from Our Fathers, wo ja generell, scheint mir, den Krieg zumindest in Frage stellt oder die Sinnhaftigkeit, und zwar eben aus beiden Perspektiven, wohingegen es hier wieder so war, dass eigentlich die Barbaren klar auf der anderen Seite standen, bis hin zu diesem schlechten Haus, wo dann die Köpfe und Beine rumlagen etc. Und die Verwundung, wie Sie auch gerade eben sagen, die entstehen ja dadurch, dass die Bösen ihnen den Guten zugefügt haben. Und wie passt das dann in diese Kontinuität? Denn eigentlich hatte man mit Gran Torino eigentlich so die Abkehr von der Gewalt. Der Held muss nicht die Gewalt ausüben, um den Konflikt zu lösen. Und eben die beiden anderen Kriegsfilme, dass der Krieg an sich in Frage gestellt wird. Und irgendwie ist das wieder so ein Bruch und es geht wieder zurück, so Krieg kann doch gerecht sein oder Krieg kann doch gut sein, notwendig sein. Wie passt das für Sie da hinein, diese Kontinuität? Also für mich scheint das irgendwie so ein Rückschritt zu sein in seinem filmischen Machen, Werken. Würden Sie sagen, dass Flags of Our Fathers eine grundsätzliche Infragestellung des Sinns des Zweiten Weltkriegs beinhaltet? Zumindest nicht diese deutliche Seite, das sind die Bösen, wir sind die Guten, ja. Wir schaffen das, sondern es geht ja auch um die Vermarktung des Krieges, es geht darum, dass die sogenannten Helden so kaputt gemacht werden, um Kriegsgelder anzuwerben, dass sie sich selber am Ende richten. Also sozusagen und die Doppelung eben, dass man sieht, was zum Beispiel Flammenwerferangriffe von den vermeintlich Guten bei den vermeintlich Bösen anrichten, etc. Also nicht umsonst, glaube ich, kam ja der japanische Teil des Films ja auch, der beiden Filme ja auch in Japan ganz gut an. Insoweit glaube ich schon, dass es auf eine Weise, liegt natürlich auch an dieser Insel, in Fragestellung ist. Und das scheint mir hier überhaupt gar nicht mehr so der Fall zu sein. Also der Krieg an sich ist halt da und den muss man respektieren und der wird nicht mehr in Frage gestellt, haben Sie auch gesagt. Aber irgendwie ist es filmisch, also in dem Schaffen dann irgendwie doch einen scheinbaren Rückschritt oder würden Sie das anders sehen? Ich versuche mal eine Widerrede. Und zwar, indem ich darauf hinweise, dass es zwei Typen von Bösewichten gibt in dem Film. Also es gibt einerseits einen Schlechter, das ist ein Psychopath. Und der ist wirklich böse und der operiert ja auch außerhalb jeder kriegerischen Konvention. Und es gibt den Mustafa, den Scharfschützen, der eine gerade Spiegelung von Cal Cooper ist. Der hat auch eine Familie, eine schöne junge Frau, er hat ein Kind zu Hause, er ist ein erfolgreicher Olympionike, ein Leistungsschütze, der auch ein Überzeugungstäter ist. Und der ganze Film wird ja eigentlich als Duell dieser beiden Schützen erzählt, die über den Dächern und in gewisser Weise über dem Schlachtgeschehen, in das die weniger kompetenten und gut ausgebildeten Soldaten involviert sind, miteinander duellieren in gewisser Weise. Und das scheint mir nicht trivial zu sein, diese Figur. Auch wie er gecastet ist. Er ist athletisch, er ist attraktiv, er hat eine Art von körperlicher Präsenz, die es mit Cal Cooper aufnimmt. Also wenn man den Film nochmal genau anschaut, also mit Bradley Cooper aufnimmt, wenn man den Film nochmal genau anschaut und schaut, wie auch die Körper dieser beiden Protagonisten gezeigt werden, inszeniert werden, dann stellt man fest, der kriegt eine Menge Kredit. Und insofern
Und also da sieht man auch, dass das ein großer Regisseur ist, der weiß, wie man mit diesen Inszenierungsdetails umgeht. Und insofern würde ich sagen, diese Spiegelung der Perspektive, die er in Flags from Our Fathers auf zwei Filme verteilt, ist in gewisser Weise in diesem Film schon auch drin. Das ist nicht eine einfache Dämonisierung des Feindes, wie man das vielleicht in den späteren Folgen der Rambo-Serie in den 80er Jahren findet. Also ich würde sagen, aber man müsste zum Film nochmal zurückgehen und ich würde dann meine These mit Details der Mise en Scène zu rechtfertigen versuchen. Da gibt es eine Spiegelung und das ist nicht so einfach. Und es ist ja auch, also es gibt ganz viele, also es gibt ja immer diesen Moment der Glaubenskrise, nicht? Der eine Typ, der stirbt, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, der kleine Bruder, der ganz klar nicht mehr geeignet ist, in diesem Krieg weiterhin eine Rolle zu spielen. Das sind schon kritische Perspektiven, die da entwickelt werden. Aber im Kern wird natürlich gesagt, was der macht, ist legitim und es ist gut. Bitte. Ich würde vielleicht doch nochmal eine Frage stellen, weil ich verstehe, also was Sie auch gesagt haben, zum Anfang mit der Technical Perfection, Faszination, die von der Technik, also ich glaube jetzt hier von der Waffe ausgeht, wenn ich sie richtig verstanden habe, immer noch nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch einfach an mir, dass ich mir das so schlecht vorstellen kann, dass man so fasziniert von diesen Geräten sein kann, die sozusagen so perfekt in diesem Fall halt Menschen töten können. Also meine Frage wäre, vielleicht könnten Sie nochmal so ein bisschen vielleicht auch erläutern, warum Sie meinen, dass das gerade im amerikanischen Kino eben so ein Topos ist. Also Sie hatten das ja auch bei dem letzten Film, beim Winchester 77 gesagt. Und ich verstehe noch nicht so richtig den Hintergrund. Also warum sind die Amis sozusagen so heiß darauf, sage ich mal, so ein bisschen, ja, diese Technical Perfection sozusagen wahrzunehmen oder zu sehen? Oder warum wird das im Kino so stark inszeniert? Also woher kommt das? Was für ein Hintergrund? Und vielleicht nochmal so als Gegenfrage, was mir immer dabei einfällt, auch bei dem letzten Film, das ist jetzt, weil Sie es auch am Anfang gesagt haben, ich kenne mich damit jetzt nicht so wirklich aus, aber mir fällt es natürlich auch, das zunächst mal, was mir bei Waffe und so einfällt, und auch jetzt hier im Film, natürlich auch wieder so ein bisschen so diese Frage, ne, nach Männlichkeitsinszenierung, nach der Frage sozusagen des Fallischen auch, ja, nach der Ermächtigung des Mannes, wo schafft er sich sozusagen seine Ermächtigung zu holen. Ich hatte auch so den Eindruck, im Film, da gibt es ja einmal diese Szene, wo der Chris Kyle dann mit Mühe und Not noch in den Lastwagen kommt und er lässt ja, glaube ich, sein Gewehr dort fallen, glaube ich. Und daraufhin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird er ja dann anschließend in Amerika deutlich als krank gezeigt. Also dann ist er ja völlig verloren und die Rekonstitution sozusagen, also die psychische Rekonstitution, findet dann wieder, merkwürdigerweise, so wie ich das verstanden habe, im Kontext mit Gewehren statt. Also er besucht die Kranken, aber das, was er tut, mit denen schießen gehen. Also das ist ja auch irgendwie lustig. Und da kommt man, liegt das so nah an diese Figur sozusagen aus der psychoanalytischen Tradition zu denken. Aber vielleicht bin ich da auch völlig auf dem Holzweg. Also diese beiden Perspektiven sozusagen, vielleicht könnten Sie dazu nochmal was sagen, wenn Sie möchten. Ja. Das würde mich interessieren. Ja, also zu der Sache mit der technischen Perfektion, diejenigen, die bei Winchester 73 nicht da waren, da habe ich den Vortrag ganz keck eröffnet mit einem Verweis auf jemanden, der überhaupt nichts mit Waffen zu tun hat, nämlich die brasilianisch-portugiesische Sängerin Carmen Miranda, die in Musicals der 40er Jahre ein wichtiger Star war und einer der ersten großen Stars südamerikanischer Herkunft, neben Dolores del Rio, die als Schauspielerin schon in den 20er Jahren große Hollywood-Rollen hatte, mexikanische Schauspielerin. Und die Frage, Caetano Veloso hat einmal, also der brasilianische Sänger, hat mal einen schönen Text geschrieben über Carmen Miranda, wo er gesagt hat, was die Amerikaner an Carmen Miranda mochten, war, dass sie technisch perfekt waren. Also es gibt eine Faszination für technische Perfektion und meine These zu Winchester 73 war dann ein treibendes Motiv des Films und das scheint mir hier eben auch wieder gegeben zu sein, ist, dass es eben eine Faszination für technische Perfektion gibt und zwar durchaus im Sinne des technischen Gerätes, aber auch der Handhabung des technischen Gerätes oder der
Technik im Sinne einer künstlerischen oder Gesangstechnik eben in einem erweiterten Technik-Sinn. Und die Beobachtungen, die Sie gerade angestellt haben zum Verhältnis von Chris Kyle zu seiner Waffe, scheinen mir sehr präzise zu sein. Nicht seine Mission ist zu Ende und sein Dasein als Soldat ist zu Ende in dem Moment, in dem er das Gewehr liegen lässt. Und er kommt erst wieder zu sich, als er wieder mit der Waffe operiert. Der ist davon nicht zu trennen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin damit noch nicht fertig. Es ist ein Motiv, das mir auffällt. Man kann das natürlich im Horizont einer Kulturgeschichte der Naturbeherrschung zu lesen versuchen. Ne? Sagen, es geht immer darum, die Kontingenzen des organischen, urwüchsigen, unregulierten durch Technik zu beherrschen und das heißt auch durch die Beherrschung der Technik zu beherrschen. Und das scheint irgendwie ein Faszinosum zu sein. Die phallischen Implikationen sind natürlich fast zu evident. Aber dass der Chris Kyle und seine Waffe eine Einheit bilden, die dann am Ende auch nicht mehr zu trennen ist, das scheint mir eine der Geschichten zu sein, die der Film erzählt. Ja. Ja. Also das ist diese Idee mit der technischen Perfektion stellt mir sowas wie eine Heuristik dar für das erste Mal. Dann vielen Dank für Ihr Interesse und gute Heimkehr.